In Adobe Illustrator kann man Muster erzeugen aus Modulen von Bildern oder Vektorgrafiken. Diese Module können kachelbar oder nicht kachelbar sein. Das heißt, es gibt später bei dem erzeugten Muster entweder sichtbare Übergänge oder keine sichtbaren Übergänge. Man kann diese Muster dann innerhalb einer gegebenen Fläche skalieren, beliebig. Was ich auch noch zeigen werde in diesem Video, ist, dass man diese Muster oder diese Flächen maskieren kann mit einer sogenannten Schnittmaske in Illustrator. Ich fange mal an mit einem Grundmodul, was kachelbar ist. Das habe ich mir extra besorgt. Und ich möchte gerne einen Teil davon, nämlich den da, zu einem Muster machen. Ein Muster erzeugen in Illustrator kann ich nur aus Bild- oder Grafikmodulen, die eingebettet sind in ein Dokument. Das heißt, ich muss jetzt auf meine Eigenschaftenpalette gehen, Properties in meinem Fall, und sagen Embed, also einbetten. Und jetzt sieht man nicht mehr dieses diagonale Kreuz, sondern ich sehe jetzt, dass ich alles einzeln auswählen kann. Ich nehme jetzt das weiße Pfeilwerkzeug und versuche mal, das hier auszuwählen, diesen Teil, weil das muss ich, um ein Muster zu erzeugen. Und wenn ich das mache, sehe ich, dass ich hier so einen Rahmen verziehe. Den Rahmen brauche ich nicht, den kann ich löschen. Und jetzt habe ich keinen Rahmen mehr um das alles rum. Jetzt kann ich besser dieses Ding hier auswählen. Und ich muss jetzt auch gar nichts Besonderes machen. Ich gehe jetzt einfach auf das Objekte-Menü, Pattern, also Muster, erstellen. Und was Illustrator macht, es fügt automatisch ein Muster in die Farbfelderbibliothek ein. Swatches auf Deutsch, Farbfelder. Normalerweise gibt es hier einen Dialog, wo das dann steht. Also ich mache das jetzt hier für dich und so. Aber den kann man auch abstellen und vor allen Dingen kann man abstellen, dass der immer wieder kommt. Deswegen habe ich das auch gemacht. Deswegen gibt es den jetzt hier nicht zu sehen. Man sieht jetzt hier so ein Einstellungstableau. Da kann man jetzt alles Mögliche machen. Man kann zum Beispiel dieses Muster benennen. Scribble Lines. Ich mache das immer mit meinen Initialen, damit ich immer weiß, dass ich das gemacht habe. Es könnte ja auch irgendwie schon ein Star sein, was so heißt. Jetzt gibt es noch verschiedene Möglichkeiten, das anzuordnen. Man sieht hier Brick by Row, by Column und so weiter. Das brauche ich jetzt aber bei diesem Grundmodul nicht. Es gibt singuläre Module, also wie zum Beispiel Kreise, die man zu Mustern machen kann, dann wäre das dann ein Thema, ob die versetzt sind oder eben nicht. Hier aber ist es egal. Das ist auch alles wurscht. Ich brauche hier überhaupt nichts zu machen. Das ist alles super für uns. Ich kann es einfach so lassen. Man sieht, dass das Muster sehr schön ist. Es ist ein sehr schönes Schraffurmuster, was aussieht wie handgezeichnet. Was ich jetzt machen muss, um das zu bestätigen und abzuschließen, ist hier oben am Fensterrand Dann oder Fertig zu klicken. Jetzt ist das erstmal wieder weg. Das war nur eine Vorschau und mein altes Ding ist wieder da. Das Muster ist jetzt hier in der Swatches-Palette und ich kann das jetzt benutzen wie eine Farbe oder wie ein Verlauf, um damit eine Fläche zu füllen. Zunächst mal blende ich die Ebene aus und lege eine neue darüber an und auf der zeichne ich jetzt mal ein Rechteck. Und dieses Rechteck soll jetzt diese Schraffur erhalten. Dazu muss ich einfach nur in der Farbfelderbibliothek auf dieses Schraffursymbol klicken und jetzt habe ich meine Fläche gefüllt. Was ist jetzt, wenn ich das Ding skalieren möchte? Die Schraffur hat ja jetzt irgendeine Maschenweite und ich möchte jetzt, dass die anders aussieht. Das mache ich jetzt so. Ich gehe auf das Werkzeug Transformieren, Doppelklick. Und man sieht hier, immer ist irgendwas eingestellt. In diesem Fall Non-Uniform 100%, in der Horizontalen und in der Vertikalen 700%. Das ist natürlich Quatsch. Ich habe Vorschau angeklickt, Preview, deswegen sieht man das auch. Ich kann das auch abklicken und erstmal hier was Normales wieder einstellen, wie zum Beispiel 100 und auch da oben wieder 100, damit es erstmal gleich nicht so furchteinflößend und merkwürdig aussieht. Jetzt gehe ich wieder auf Preview und jetzt sieht man erstmal gar nichts, weil er ja wie gesagt überall 100 steht. Und wenn man jetzt hier zum Beispiel sagt, ich möchte es gerne in einer Achse nur skalieren, weil in der Richtung, in der Horizontalen, ergibt es eigentlich hier gar keinen Sinn. Was hier Sinn ergibt, ist einzig und allein die Maschenweite in der Vertikalen. Ich könnte jetzt hier auf Vertikal gehen und die Pfeiltasten oben und unten benutzen, um das Ganze größer und kleiner zu machen. Und was man sieht, also die Pfeiltastentechnik ist eine ganz tolle. Man kann auch übrigens die Shift-Taste drücken, dann geht das in 10er Schritten. Was ich jetzt aber nicht möchte, ist, dass das Rechteck auch größer und kleiner wird. Das soll gefälligst so bleiben. Deswegen gibt es jetzt hier unten diese zwei Haken, Transform Objects, Transform Patterns, und da gehe ich jetzt auf Transform Objects und klicke das ab. Jetzt kann ich das hier vertikal reduzieren. Ich kann zum Beispiel da auf 80 oder sowas gehen oder 70 und dann sehe ich, dass das wesentlich engmaschiger wird. Okay, also das ist erstmal das eine. Ich kann Patterns erzeugen und ich kann sie auch skalieren, ohne dass die Flächen, in denen das Muster sitzt, auch skaliert wird. Jetzt möchte ich gerne noch ein weiteres Muster erzeugen, was aus einem nicht kachelbaren Grundmodul besteht. Und das ist hier so eine Art Holzschalung. Auch dieses muss man natürlich einbetten. Ich zeige mal gleich, was passiert, wenn man das nicht macht. Ich drehe das über das Properties Panel, also über die Eigenschaftenpalette. Da kann ich nämlich hier sagen, ich möchte es gerne um 90 Grad drehen. Also dann seht ihr auch gleich, was ihr für Optionen habt. Ich mache das nochmal rückgängig. Ihr könnt hier oben in diesem kleinen Grid auch anklicken, welcher Punkt konstant bleibt, zum Beispiel der Mittelpunkt. Und wenn ihr dann nochmal auf 90 Grad geht, dann dreht es das schön um den Mittelpunkt dieses Rechtecks. Ich möchte jetzt daraus auch wieder ein Muster machen. Object, Pattern, Make. Und jetzt kommt ein Warndialog. Ich kann aus verknüpften, also referenzierten Grafiken keine Muster machen. Ich muss also das Ding vorher einbetten. In der Eigenschaftenpalette auf Embed zu klicken, also einbetten, das diagonale Kreuz verschwindet. Das Ding ist jetzt eingebettet in meinem Dokument und jetzt kann ich daraus ein Muster erzeugen. Jetzt sieht man, dass das also auf keinen Fall kachelbar ist. In der Horizontalen ist das gar nicht so ein Drama, aber in der Vertikalen, da sieht man es natürlich schon. Es lässt sich jetzt auch mit keiner Option irgendwie beseitigen, also das wird dann nur noch schlimmer.
wenn ich hier das Ganze versetze. Also deswegen lasse ich das auch. Auch dieses benenne ich übrigens und sage Holzschalung. Und auch hier meine Initialen. Ihr macht natürlich eure dahin. Jetzt habe ich das Muster erzeugt. Auch jetzt gehe ich wieder auf die Layers-Palette, mache diese Ebene unsichtbar, lege mir eine neue darüber an. Jetzt gehe ich auf dieser neuen leeren Ebene und mache da auch wieder ein Rechteck. Und das neue Rechteck ist erstmal schwarz. Auch da möchte ich jetzt aber, dass es dieses Muster bekommt. Ich gehe jetzt hier auf meine Farbfelderpalette, Swatches auf Englisch, und klicke auf dieses Muster. Und jetzt habe ich das hier. Und jetzt habe ich das natürlich genau das Problem. Das Kachelthema ist zu sehen. Und wie mache ich das jetzt? Ich wähle wieder den Transformieren-Befehl. Ich möchte es nur in der Vertikalen skalieren, nicht in der Horizontalen. In der Horizontalen kann man es auch skalieren, wenn einem das zu groß ist. Oder vielleicht muss man es auch. Aber für dieses Beispiel an diesem Video möchte ich es einfach nur zeigen, dass man diese ärgerlichen Nähte los wird, indem man es vertikal skaliert. Und auch hier wieder Transform Objects ist abgeklickt, ganz wichtig, damit ihr nicht aus Versehen auch eure Rechteckfläche vergrößert. Jetzt nehme ich die Pfeiltaste nach oben, weil ich es gerne größer machen möchte. Drücke auch die Shift-Taste, damit das Ganze ein bisschen flotter geht. Es ist zwar jetzt extrem skaliert, aber dadurch sind die Streifen auch irgendwie senkrechter geworden. Die waren ja vorher so relativ schief und sie sind jetzt doch relativ gestreckt. Ich könnte das jetzt ja auch hier noch breiter machen. So dass also dieses Problem, dass die jetzt sehr eng und schmal und schlank geworden sind, auch wieder beseitigt ist. Also ihr habt ja alle Freiheiten. Achtet nur darauf, dass ihr Transform Objects nicht angekreuzt habt. So, jetzt sind das zweimal Muster. Einmal kachelbar, einmal nicht kachelbar. Wenn es nicht kachelbar ist, muss man so ein bisschen was tricksen hinterher, wie man hier sieht. Jetzt geht es aber noch einen Schritt weiter. Ich habe jetzt also Muster erzeugt und auch platziert. Ich habe auch dieses Muster hier zum Beispiel. Und jetzt möchte ich gerne, dass diese Flächen maskiert werden. Das ist jetzt ein anderes Thema in diesem Video. Also das eine war Muster erstellen und benutzen und skalieren. Und das andere ist jetzt: Wie mache ich eine Maske? Wie kann ich sagen, dass diese Elemente nicht komplett zu sehen sind, sondern nur zum Teil, sprich maskiert sind? Nehmen wir mal diese obere Ebene, Layer 4, auf der diese Holzschalung ist, und dann möchte ich jetzt, dass es ein kleineres Rechteck gibt, was diese Fläche maskiert. Erster Schritt ist immer, ich lege eine neue Ebene über diesem Objekt an, was maskiert werden soll. Und auf der zeichnet man jetzt das Maskenelement. Zunächst mal wäre das bei mir ein Rechteck. Ich zeichne also irgendein Rechteck. Ob das gefüllt ist und mit was das gefüllt ist und ob das eine Kontur hat und wie die Kontur aussieht, ist vollkommen egal. Es geht nur um das geometrische Element dieses Rechtecks. Jetzt ist dieses Rechteck, was maskieren soll, ausgewählt. Und jetzt möchte ich gerne das darunter auch noch auswählen. Am besten mache ich das jetzt mit gedrückter Shift-Taste, indem ich in diesen Kreis hier klicke von dieser Ebene. Deswegen ist es jetzt auch gut, dass dieses Musterelement alleine da liegt. Jetzt habe ich also das Muster ausgewählt und das Rechteck darüber. Und jetzt gibt es einen Befehl, der heißt Object Schnittmaske, auf Englisch Clipping Mask, erstellen, Make, Steuerung 7, bei Mac Command 7. Und jetzt seht ihr, dass das Ganze maskiert ist. Was ist jetzt passiert? Illustrator hat sozusagen die Grafik, die maskiert werden soll, auf die obere Ebene hochgezogen. Und wir haben jetzt hier zwei Elemente, die da so ein bisschen verschachtelt eingebaut sind, in der sogenannten Beschnittgruppe oder Schnittmaskengruppe. Ich weiß gar nicht jetzt, wie es genau auf Deutsch heißt. Und dort sehen wir das eine, das Maskenrechteck. Das ist jetzt auch hier schön leer übrigens. Und wir haben hier das Grafikrechteck. Ich kann jetzt einzeln die Sachen auswählen. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte gerne meine Textur, also meine Schraffur, mein Muster nochmal verändern. Ja, das wäre also die eine Möglichkeit. Ich kann es natürlich auch drehen. Oder ich möchte gerne eben die Maske verändern. Und das ist ehrlich gesagt noch viel häufiger das Thema. Ich muss also diese Maske häufig verändern. Ich kann also jetzt hier zum Beispiel diese Maskenrahmen versetzen und dann sieht man auch, dass die Schraffur dahinter, das Musterelement, schön gleich bleibt, an der gleichen Stelle. Ja, also ihr könnt sozusagen die Maske unabhängig von dem Bild bearbeiten. Das ist ja das, worum es ging. Wenn ihr jetzt eine unregelmäßige Form haben wollt, dann zeichnet ihr die nicht mit dem Rechteckwerkzeug, sondern mit dem Pen-Tool. Und das zeige ich euch jetzt als nächstes. Ich mache das mal wieder rückgängig alles. Jetzt habe ich wieder die obere Ebene leer und auf der unteren Ebene liegt meine Holzschalung als Grafik. Und jetzt zeichne ich da eine andere Fläche drauf. Und um das jetzt besser zu sehen, möchte ich jetzt mal ganz kurz die Deckkraft dieser Ebene hier so ein bisschen reduzieren. Ich wähle das mal ganz kurz aus, gehe in die Aussehenpalette, Appearance, und sage mal hier, ich möchte die Deckkraft so ein bisschen reduzieren, damit man das gleich besser sehen kann, was ich da zeichne. Jetzt gehe ich zurück in meine Ebenenpalette. Ich möchte jetzt auf der neuen Ebene gerne eine polygonale Form zeichnen, also mehr als ein Rechteck. Ich nehme dazu das Pen-Tool. Das Pen-Tool im Normalzustand. Es gibt da vier Unterwerkzeuge, also das Pen-Tool. Dann kann ich Punkte hinzufügen und wegnehmen. Und ich kann auch die Punkte selber verändern in Kurvenpunkte. Also achtet darauf, dass ihr immer nur dafür jetzt das Pen-Tool nehmt und nicht eins der drei anderen. Und jetzt kann man hier sowas zeichnen, klickweise. Man sieht schon, dass Illustrator sich an senkrechten und waagerechten einfängt. Das ist sehr praktisch. Man kann auch sicherheitshalber die Shift-Taste drücken, dann bleibt es auch gerade. Und dann kann man natürlich aber auch trotzdem was Schräges zeichnen. Man merkt schon, jetzt will er da auch wieder diese Füllung einbauen. Das ist jetzt aber auch gar nicht schlimm. Und jetzt klicke ich dahin und dann noch da unten. Man sieht dann auch wieder, dass er sich dann hier so einfängt an so den anderen Punkten. Also Illustrator stellt Bezüge her. Das ist für uns sehr praktisch. Wir können also hier relativ genau zeichnen. Wichtig ist, den letzten Punkt auf den
ersten zu setzen, damit das Ding auch wirklich geschlossen ist. Jetzt habe ich also dieses Rechteck hier gezeichnet. Ich möchte das mal kurz auswählen und dort die Füllung auf was anderes setzen. Wichtig ist jetzt bei dem Ganzen immer, dass es tatsächlich sowieso egal ist, was da drin ist. Ja? Es geht überhaupt nicht darum, ob da eine Füllung drin ist und wie die dann aussieht. Weil gleich beim Maskieren verschwindet das Ganze wieder. So, ich habe jetzt also hier diese neue Maske. Das ist jetzt genauso wie eben mit dem Rechteck. Ich muss das also ausgewählt lassen und wähle jetzt das andere auch noch aus. Diese Holzschalung, gedrückte Shift-Taste, Object, Clipping Mask Make. Und zack, habe ich das Ganze maskiert. Ihr seht, das Rote ist auch verschwunden. Also die Clipping Mask ist sozusagen eine neutrale geometrische Form, die dann einfach nur das Ganze maskiert. Illustrator hat sich das Ganze nach oben geholt. Die Clipping Mask selber ist ein leeres Konstrukt. Das kann ich jetzt wieder individuell bearbeiten. Ich kann jetzt mit dem weißen Pfeilwerkzeug da rangehen und sagen, ich möchte jetzt gerne diese Punkte noch verschieben. Das ist also jederzeit möglich. Man kann auch übrigens sehr schön ganze Kanten versetzen. Ich kann also zwei Punkte auswählen mit gedrückter Shift-Taste und kann dann auf die Kante klicken und die dann verschieben. Also das geht natürlich auch alles. So geht das, wenn man kein Rechteck hat. Ja, auch hier kann ich, wie gesagt, alles nachträglich bearbeiten. Das Rectangle hat seine volle Deckkraft auch wieder, erstaunlicherweise. Properties, Opacity ist wieder 100%. Man sieht hier, dass meine Maske ein bisschen größer ist als das Bild darunter. Das soll natürlich jetzt nicht so bleiben. Jetzt kann ich einen Einzelpunkt auswählen, jetzt kann ich hier runtergehen. Jetzt ist auch alles wieder gut. Jetzt noch eine Kleinigkeit, weil das passt jetzt noch dazu. Ihr wollt ein Rechteck bearbeiten, das heißt komplexer machen. Das geht mit dem Pfeilwerkzeug. Ihr könnt jetzt jederzeit hier auf den Eckpunkt gehen und den dann verziehen. Also das sollte immer klar sein, dass ihr das könnt. Auch hier gilt wieder, ihr könnt auch eine ganze Kante verziehen, wenn ihr möchtet, wenn ihr zwei Punkte auswählt. Wenn ihr jetzt noch hier auf dieses Werkzeug geht, Pen Tool, und sagt, ich möchte gerne einen Ankerpunkt hinzufügen, dann könnt ihr jetzt hier weitere Punkte hinzufügen. Das ist der Witz dieses Werkzeugs. Ist nicht genau getroffen, man muss ganz genau hingucken. Und dann kann ich auch wieder mit dem weißen Pfeilwerkzeug diese beiden Punkte zum Beispiel auswählen und das Ganze dann verziehen. Also man kann tatsächlich auf diese Weise ein erstmal einfach gezeichnetes, flächiges Objekt, wie zum Beispiel so ein Rechteck, schön komplex machen und schön anpassen. Das war's. Muster erstellen mit nahtlosen und mit nicht nahtlos kachelbaren Modulen. Dann diese Muster einsetzen und skalieren, unabhängig von dem Objekt, in dem sie sich befinden. Plus, wie maskiert man Objekte und wie kann man diese Masken nachträglich bearbeiten und in diesem Fall auch komplexer machen.